RTCI nous réunit. So, Michael Jackson, ein wunderschöner Song, aber trotzdem werde ich ihn unterbrechen. Und zwar habe ich live von Berlin meine Kollegin vom WDR und vom SWR, Annette Wagner. Willkommen, Annette. Willkommen, aus leider nicht besonders schönem Anlass. Naja, ich hoffe, es wäre besser. Sag mal, das Attentat von Berlin gestern, was gibt es Neues? Es gibt eine Pressekonferenz, die war heute um 15.30 Uhr. Was gibt es denn überhaupt Neues? Also vorgestern Abend auf dem Weihnachtsmarkt ist das Attentat gegen 19 Uhr passiert. Jetzt gerade gab es eine Pressekonferenz. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger, hat bestätigt, dass die Suche nach einem vermutlich aus Tunesien stammenden Täter namens Anis A. Anders wird er hier nicht genannt, läuft. Bei es sei uns jedoch heißt die Tatbeteiligung des Mannes noch überhaupt nicht geklärt. Also wie gesagt, Anis A., bei uns heißt es schon Anis Amri. Man sagt, er ist aus Tunesien, aber von wo aus Tunesien, sagt man bis jetzt noch nicht. Wir haben einen Hinweis über die Region Kairouan, mehr kann ich noch nicht, das ist aber auch ein Gerücht. Seit Februar soll er seinen Lebensmittelpunkt in Berlin gehabt haben. Im Juni sei ein Asylantrag abgelehnt worden. Die Abschiebung konnte nicht durchgeführt werden, weil er keine gültigen Ausweispapiere hatte. Und es verzögerte sich, weil Tunesien zunächst abstritt, dass er tunesischer Staatsbürger sei. Heute, fatalerweise, sind die nötigen Dokumente laut Jäger eingetroffen. Es wird jetzt vor Ort in der betroffenen Flüchtlingsunterkunft, wo er zuletzt gemeldet war, und laufen Untersuchungen. Es ist aber völlig unklar, wo er zuletzt sich länger aufgehalten hat. Er gilt aber als, wenn es sich um diesen Mann handelt, gilt er schon länger als sehr gefährlich, ist im Visier der Zielfahnder. Okay, vielen Dank, Annette Wagner. Mehr dazu vielleicht morgen noch und weiter geht's mit den Nachrichten auf Französisch und das italienische Programm. Das war's wieder, wenn es heißt Radio Tunis, Internationaler Rundfunk, deutsches Programm. Eure Ines und tschüss.